vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Du bist mehrfacher schwedischer Tennismeister, hast lange Jahre unter den Top 100 der Welt Tennis gespielt, hast sogar in Wimbledon gespielt. Wie oft treibst du heute noch Sport? Jeden Tag. Ich halte es für sehr wichtig, jeden Tag Sport zu machen. Ich mache auch dieses Gefühl von Spannung im Körper und ich kann mich auch besser konzentrieren und ich bin auch besser gelaunt, wenn ich jeden Tag Sport mache. Was machst du im Speziellen für Sport? Tennis ist mein Beruf, aber ich gehe gerne, sehr gerne joggen, ob es draußen ist oder auch in den Fitnessstudio sehr häufig da, auf der Laufgeräte oder ich bewege mich gerne, sag so. Heute trainierst du die deutschen Top-Tennisspieler, Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer unter anderem. Sind die erstaunt, dass du heute noch so fit bist? Ich habe immer diese These gehabt, ich versuche Sport zu vorleben. Man kann junge Leute viel erklären und so, aber ob die zuhören oder verstehen oder sowas ist nicht. Aber jeder kann sehen, was du machst. Und für mich war immer sehr wichtig, dass du fit bist und kann mit den Jungs mithalten. Und deshalb versuche ich auch selber sehr fit zu sein. Was überzeugt dich am Fitstar-Konzept? Ich muss ehrlich sein, ich bin nicht so lange dabei und ich habe jetzt die Studios gesehen und bin total überrascht. Ich habe nur vom Markus gehört, Herr Giegold, dass es versuchen, billig zu halten oder sagt so, dass es machbar für viele Leute da in die Studios reingehen. Und ich hätte gedacht, das ist so ein Billigprodukt, ein Zimmer, irgendwo ein dunkles Zimmer mit schlechten Geräten und sowas und bin total überzeugt. Das ist riesig, tolle Fitnessgeräte, die besten Geräte, was gibt's. Viel Platz, luftig, massiv hergesetzt, die Leute genießen, hier zu kommen. Bitte vervollständige den folgenden Satz für uns. Fitstar ist für mich super. Grandios. Dankeschön, Stefan Eriksson, dass du heute hier bei uns warst. Bitte, bitte. Danke.